Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Hallo, heute ist Sonntag, der 7. Januar 2024 und wir sind mal wieder auf dem Weg zum Skifahren nach Österreich, nach Vorarlberg. Wir sind jetzt kurz vor Memmingen und haben noch 151 Kilometer vor uns. Das Wetter ist bescheiden, die Fahrerei macht nicht so richtig Spaß, aber was soll's. Das liegt schon erheblich Schnee hier. Ja, Otti? Ja. Wir müssen mich jetzt kurz hinstellen. Hinten die Straße müsste der Verstand abgeben. In 300 Metern erreichen Sie das Ziel, Klosterlo 41 Ziel. Das Ziel liegt links. Sie sind am Ziel, Klosterlo. Schindlergratbahn, 2583 Meter hoch. Gut, und jetzt geht's wie weiter? Ja, bergunter. Machen wir so. Geradeaus, geradeaus, komm hier, geradeaus. Hallo Freunde, willkommen auf meinem Kanal. Wir sind jetzt hier in St. Anton, Vorarlberg in Österreich. Wir sind schon einige Pisten gefahren, blaue, rote, schwarze. Wir sind jetzt hier in der Ulmer Hütte. Was isst du denn Feines? Brezen. Salzbrezel. Ei. Lecker? Ja. Gut. Schön knusprig. Aha. Ich sag euch jetzt, wie es weitergehen soll. Wir versuchen die 78, das ist eine blaue Piste, zu erwischen. Und dann weiter die 56 und 50 bis runter zur Galzigbahn. Dann schauen wir weiter. Jetzt drehen wir mal die Runde. Otti, bist du dabei? Jawohl. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. So, hier müssen wir mit Schuss runterfahren, weil da hinten geht's ein bisschen bergauf. First time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste.
geht. Weiter geht's auf der 78. Wir fahren jetzt noch einmal weiter auf der 78. So, wir sind jetzt auf der Arlemäderbahn. Wir fahren wieder hinauf und dann wollen wir uns überschlagen zur Trittkopfbahn, wo wir unseren Skitag begonnen haben. Wir sind jetzt in der Flexenbahn, fahren hinauf und machen dann die letzte Abfahrt auf der 134. Unsere letzte Herausforderung für heute. Ja, war schon heftig, hä? Was? War schon heftig. Ja, aber der Typ, ja, der schnallt die Ski ab mitten auf der Piste, ja, und lässt sie dann einfach fallen. Ja, und rutscht runter. Ja.